Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Und es ist wieder Donnerstag, es ist wieder Rewards-Zeit. Aber bevor wir die Belohnungen abholen, machen wir noch schnell eine SPC fertig. Und zwar die, was da rausgekommen ist. Danke für die Nachricht. Gibt es ein Premium-Goldspieler-Pack? Nehmen wir natürlich gerne mit. Dann Rückblick Paulinho, schließe ich nicht jetzt ab, aber ich mache ihn sicher noch. Er ist für mich schwer zum Einbauen, aber er ist ein perfekter Achter oder Sechser, kommt mir vor. Also wird wahrscheinlich eine der letzten SPC-Karten sein, was ich mache, weil ich habe schon so viel untauschbare Karten, das ist ein Wahnsinn. Dann, bevor wir die Belohnungen abholen, noch einmal dann, schauen wir uns das Team of the Week an, was richtig geil ist. Ronaldo, linker Flügel, wäre ein Traum. Dann Hazard, wäre ein Traum. Donnarumma, wäre ich auch zufrieden. Einen 86er hier, wäre ich auch zufrieden. Also der Rest ist zwar mehr oder weniger Müll. Über einen Leiner würde ich mich natürlich auch freuen. Aber wenn ein Hazard oder ein Ronaldo kommt, dann flippe ich komplett aus, glaube ich. Und deswegen holen wir mal die Belohnungen gleich ab. Hier, Division Rivals Belohnungen. Dann nehmen wir wieder die Untauschbaren, zwei Megapacks, zwei seltene Spieler. Nehmen wir mit. Oh, nur Rang 2. Ich dachte, ich bin Rang 1. Und, ah ja, ich habe da ja. Okay, das kann ich jetzt nicht abholen. Machen wir Foot Champions. Weil ich habe noch ein paar zwei Spielersets von der einen Aufgabe für den italienischen Spieler. Aber starten wir links, rechts, starten wir mal wieder links. Und ja, Gerard Moreno. Partey, wie schaut denn der aus? Balance. Ich brauche keinen Wechselspieler. Nehmen wir den mit für SPCs. Und jetzt eine richtige Granate mal. Harry Kane. Ein 91er, also ich werde ihn nie spielen, aber es ist der drittbeste vom Team of the Week, glaube ich. Da kannst du noch gleich 5 Informs kriegen, bis er spielbar wird, vom Tempo her, aber nehme ich mit. Bin ich nicht unzufrieden mit dieser Ausbeute, muss ich sagen. So, dann geht's weiter. Hier haben wir noch drei zum Abholen. Den will ich auch nach und nach machen. Das kombiniere ich jetzt immer mit den Icon-Swaps, dass ich Italiener einwechsle. Und dann starten wir gleich mit den Bags. 10 haben wir. Starten wir gleich mit den zwei Spielern. Wird wahrscheinlich eh nichts drin sein. Oh, ein seltener, aber kein Durchläufer. Habe ich mich am Anfang verguckt. Ich habe gedacht, das wird ein Durchläufer. Es wird Harit 76 Maschine. Dann das nächste zwei Spieler-Set. Das wird auch kein Durchläufer, nein. Es wird Musacchio. Habe ich denn schon? Ich glaube, nein, habe ich nicht. Dann zwei seltene Goldspieler. Dann geht es weiter mit den Megapacks. Es wird auch kein Durchläufer, nein. Das wird 82er immerhin. 82er, 89er. So, dann die zwei Megapacks. Zumindest ein Walkout wäre schön. Weil die 100k Packs haben mir bis jetzt nie wirklich viel Glück gebracht. Die was ich ganz zum Schluss ziehen werde. Sogar
Super Team Fitness. So, das nächste Megapack. Ah, das wird ein Durchläufer. Das wird ein Inform, oder? Ja. Der schlechteste wahrscheinlich ein 76er. Vielleicht mal für irgendeine SPC, aber das war's dann auch schon. Boateng dahinter und eine Champions League Karte. Kann man zufrieden sein mit einem Megapack. So, dann ein. Nehmen wir ein untauschbares seltenes Spielerpack. Das wird natürlich kein Durchläufer. Derzeitig. Und hier. Naja. Solange die 100k Packs dann ballern. So, dann machen wir gleich einmal ein Jumbo seltenes Spieler-Pack auf. Zumindest ein Durchläufer, komm. Es wird ein Durchläufer. Es wird kein Walkout. Holland, ZM, Basel. Aber es wird De Jong. Ist der noch was wert? Das ist jetzt die Frage, ob der noch etwas wert ist. Preisvergleich. Ja, 30, 25k vielleicht. Hätte auch schlechter sein können. Dann 50k Back gehen wir an. Und der nächste Durchläufer. Portugal. Innenverteidiger. PP. Also der hat ein Rating mittlerweile. 84er Nummer. So, dann Premium Goldspieler Pack. Da wird nichts dran sein und dafür ballert das letzte Pack komplett. Oh, es wird sogar ein Durchläufer. Aber auch nur ein Durchläufer. Wie wäre gewesen, wenn da nichts drin wäre? Jemand dann da. Meistens ist dann so, wenn beim vorletzten Pack nichts drin ist, dann eskaliert das letzte. So, jetzt sind wir beim letzten 100k Pack. Machen wir es auf. Komm, gib ihn Walker her, gib ihn her. Und es wird einer. Bohlen. Stürmer. Lewandowski. Lewandowski, 89. Nichts wert, glaube ich, aber da kann noch einiges dahinter sein. Ein 86er Parejo und kein OP-Spieler, aber ich glaube, das war mein bestes 100k-Pack bis jetzt. Ich bin nicht unzufrieden. So. Das war's von meinem Back-Opening. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wenn es so ist, lasst ein Like und ein Abo da. Ciao, bis dann!